Aber das ist ein falscher Zauntor. Hm? Das hier ist, wie nennt man das nochmal? Die Holzart Birke. Das ist Eiche. Das ist Birke. Das ist Eiche. Oh, bei mir, ach, bei mir gibt's einen Bug mit dem Licht. Wenn bei mir Licht auch, weißt du? Wenn Licht darüber ist, dann ist es, hä? Das ist ja gruselig. Wenn man es draufstellt. Ah, ich weiß warum. Wenn das Licht drauf scheint, über dem ist, dann ist es, glaube ich, hell. Also, dann wird nur die Textur hell. Mhm. Das ist ein kleines Problemchen. Naja. Habe ich keine? Valentin. Hm? Ich habe keine Baumstimme mehr. Das ist ein Problem für uns. Also wird es Zeit, drüben die Bäume abzuschlagen. Komm mit! Komm mit! Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen. Unten alles wegmachen und dann wieder oben Feuerzeug. So eine automatische Farm. Baumfarm. Achso, neu setzen, setze den. Das eine Pferd hat sich da wirklich schlau platziert, mal einmal. Echt, warum? Im Gebüsch. Toll. Bekommst du es nicht raus? Doch, ich hab's rausbekommen. Ich bin jetzt auf der Twix. Ah, okay. Schön. Ich müsste dann auch später mal im echten Leben, wenn wir fertig sind, frühstücken. Ich habe schon so leichte Magenverschleusung. Ja. Ich auch so langsam. Früher steht das Frühstück ruft. Butler, bring mir bitte das Frühstück. Es wird wieder Nacht. Komm her, Valentine. Wir gehen mal schlafen. Ich glaube, dass du den. Ich verwende mal vorzugsweise mal erstmal kurz meinen Super Shader. Okay. Weil irgendwie, auch wenn es da das Ding ziemlich dunkel ist, aha, der Shader. Okay, die Farben werden auch ein bisschen komisch dargestellt von dir. Wenn ich dich angucke, dann bist du ein bisschen grell. Ach so. Ja. Und bitte die Türen schließen. Kurz vom Bett gehen, noch überall Fackeln setzen, aus Versehen. Ja. Weißt du, ich warte immer noch auf den perfekten Shader. Ja, ich auch. Aber es gibt halt keinen. Es gibt keinen perfekten Shader. Alles so wie der Super Shader zum Beispiel wäre sehr toll und so weiter, nur hat so ein paar seine Höhlenbugs. Aha. Also er backt in die Höhle. Ja. Du hast hier gerade Holz aufgefüllt, wo ein Baumstamm hin sollte. Hm. Ich hab keinen. Komm mit. Ja, ja, bam, daram. Ja? Bam, daram. Ich sag nix. Der Creeper. So. Ah, ist ja schön. Bist du gerade auch im Feld, oder? Martin. So, jetzt bin ich gleich, bin gleich am Feld hier. Ah, okay. Mhm.
Ich glaube, ich habe gerade den Verus Shader drin, falls man eine Frage in den Kommentar. Sei los, meinst du? Nee. Valentin. Wir müssen einen Gegenangriff wagen. Das ist. Ach, Birke. Ja. Yeah. Wie viel vom Zaun hast du noch? Es fehlen nämlich 1, 2, 3, 4 Stück. Es fehlt der komplette Zaun hier. Ich hab noch 2. Wie viel hast du noch? Ich habe alle Gesetze, die ich aufsammeln konnte. Ah, okay. Ansonsten habe ich nur noch Reiche. Ach, weißt du was? So. Pflanzen wir einfach mal alles hin, was wir haben. Weißt du, ich habe irgendwie so ein kleines Problemchen mit dem Weltbaumfarmen, weißt du? Mit warum? Mal werden die Bäume zu klein, mal werden sie einfach groß. Das ist mir egal. Auf dem Feld. Auf dem, was ja. Wir nochmal bauen, da, also das ist nur mal so hier, so schön. Da wird man dann alles richtig machen mit Koordination, mit Setzlingen, mit Deckenhöhenbeschränkung und auch ja. Mindesthöhe, indem man 2 Blöcke neben dem Baum, dem Setzlingbar hin hat und so weiter. Genau. Auch hier ja. Mindestens 2 hoch wird, bevor die Blätter beginnen. Nicht nur Mindesthöhe, sondern auch Mindestgeschwindigkeit. Das geht nicht. Ja, doch nicht, dass wir zu schnell fahren. Dann stellen wir noch einen Blitzer auf. Da wird irgendeine Maus geblitzt. Aber ein Baum? Vielleicht können Bäume ja wirklich sich fortbewegen, Valentin. Vielleicht bewegen die sich ja so langsam fort. Aber fortbewegen. Es gibt ein kleines Ding und so weiter, wie man einfach einzieht. Achtung, Creeper. Wo? Außerhalb dieses Geheges. Er läuft da rum. Oh, da ist jetzt Zuckerrohr. Ach stimmt, das habe ich ja hingebaut. Perfekt. Der Creeper ist irgendwie komisch. Statt wie die anderen Monster fokussiert er sich auf einen, auch wenn er geschlagen wird. Entweder, vielleicht beheben die das, oder die lassen das, keine Ahnung. Ist aber komisch. Ich würde es lassen. Stell dir mal vor, der wird geschlagen, dann explodiert er. Automatisch. War das nicht mal in der Beta so? Das weiß ich nicht. Einmal war der Creeper so extrem aggressiv, dass du nur in der Nähe ganz. Dass sie sofort explodieren, sobald du sie ein paar richtig so sehr. Ach, sie waren sehr aggressiv, sagen wir es mal so. Ah ja, gut. Wenigstens jetzt nicht mehr. So. Ist das schön. Minecraft ist schon ein schönes Spiel, gell? Ja. Vor allem, man kann da so viel machen. Und vor allem auch auf lange Zeit. So. Wirklich, Fabse? Ja? Was ist ein Huhn hier drin? Nicht mehr. Ach shit, doch. Wieder. Es will nicht gehen. Es will da bleiben. Hühnchen, verschwinde, es brennt. Los. Geh.
Du kleines Hühnchen. Geh, lebe. Jetzt rennt es bestimmt da gleich wieder rein. Warum ist hier... Baumwiel? Nein, Zaun brennt. Ich habe dich schon gerade gefragt, warum hier der Zaun fehlt, ob hier gerade ein Creeper eingeschlagen wäre. Ach, willst du Baumwiel? Nein, ich habe Baumwiel gerade verwendet. Ich auch. Eine Sache kann ich mal sagen. Ich glaube, dass Feuer und diese Zauntore nicht zusammen harmonieren. Mhm. Vielleicht wäre es sogar besser, eine Farm einfach so willkürlich irgendwo hinzustellen, ohne Zauntore. Oder halt jetzt hier die Zauntore nicht reparieren, einfach so abbrennen lassen. Ja, ein Beispiel. Zum Bleistift. Zum Bleistift. Und da bin ich mal gespannt, wie es zum Bleistift dann irgendwann mal aussehen wird und wie schnell die ganzen Zauntore weggehen. Entweder wegen Creeper-Schaden oder wegen anderem Schaden. Hast du noch eine Axt? Und wie weitläufig das Ganze wird und so weiter am Ende. Genau. Ja. Hast du eine Axt? Meine Axt hält nur noch drei Blöcke aus. Dann mache ich die Bäume hier weg. Nicht, dass der Wald noch abbrennt. Weil wenn, dann würde ich einfach die Zäune auch brennen lassen. Mal schauen, wie die vor sich hin vegetieren. Und halt dann auch nicht löschen. Einfach so brennen lassen. 1, 2, 3, 4. Okay. Es hat doch 4 ausgehalten, aber trotzdem. Ist weg. Ist weg. Ah, okay. Vor allem die traurige Musik hier mit dem Feuer. Ich habe gerade gar nichts mehr im Inventar. Ich habe keine Schaufel, ich habe keine Axt. Spitzhacke ist auch bald weg, Schwert auch. Ich brauche mal Nachschub. Gut, dass ich hier eine Werkbank hingestellt habe. Oh, da liegt Holz. Hast du Holz fallen lassen? Ja, kein Platz dafür irgendwie, richtig. Ach so. Schwarzpulver brauche ich nicht, Weizenkörner brauche ich nicht, das hier brauche ich nicht, das hier brauche ich nicht. Das hier, weg damit. Ne, jetzt habe ich mir schon wieder... Na doch, ist eigentlich okay. So. Ich muss mir eine... Hast du Stein? Da komme ich nie ohne hin. Hier nimm einfach den Eingang. Fabse, komm her. Ah, ich wollte es doch auf den Crafting Table. Das funktioniert sehr gut. Naja. Ein Versuch war es wert. Dankeschön. Was willst du hier machen? Ich brauche eine Axt. Nee, ich brauche eine. Da hatte ich nochmal Glück. Hab gerade gecraftet. Ich habe eine Steinaxt gemacht. Ich habe keine heiße mehr. Oh, jetzt nehme ich deinen Schrott auf. Glaubst du, die beheben den Bug mit dem Zuckerrohr und dem Wasser? Ha? Glaubst du, die wissen das? Weil mehr Zuckerrohr normalerweise nicht. Ha? Was ist normalerweise? Was für ein Bug? So wie das letzte Mal habe ich doch Zuckerrohr ins Wasser gepflanzt.
Das geht. Achso, das meinst du? Ja. Glaubst du, die kennt den Bug? Hm, weiß nicht. Wenn nicht, dann... Ich denke, das ist auch vielleicht vom Server aus gesehen, vielleicht. Nee, glaube ich nicht. Also ich vermute mal nicht. Können wir ja später ausprobieren. Wo bist du gerade? Brenne, Zombie, brenne. Ne, nein! Es brennt hier wieder der ganze Zaun ab. Geh weg, Zaun! Ich will doch ein bisschen behalten. Ich wollte den Apfel haben. So gut, dass ich nochmal kurz zurückgelaufen bin. So. Bist du beim Schlafen? Nein. Ich bin von Zombies umgeben, zingelt. Ja, nicht von Skeletten. Warte, ich bring kurz mal Gesellschaft mit. Habe ich noch Erde? Ja. Halleluja. Komm mal her, Valentin, wir spielen jetzt ein Gesellschaftsspiel. Ich bring auch Gäste mit. Hier, Gäste. Oh Gott. Komm schon. Ist sie nicht hinter mir her? Oh Gott. Aber wie das gerade aussah. Kommt ein Skelett an der Tür vorbei und deine Sachen fliegen durch die Gegend. Ob du geplatzt wärst. So, ich habe zwei. Oh, ich habe zwei Feuerzeuge in der Hand. Du bist im Untergrund, oder was? Ja, ich bin gerade im Untergrund. Wo bist du? Oben drauf? Ja. Immer noch? Skelettattacke oder? Nein, hab alles geholt, hoffentlich. Naja, jetzt sind die Skelette hier im Untergrund. Oh, ich höre Hühner. Eine Huhnfarm wäre auch geil. Wie lange läuft die auf der Weide schon? Die läuft. Ich muss hier gerade mal mein Leben retten. Ich gehe zum Spawnhaus. Hab mich auch. Wir sind eine Stunde 18. Vielleicht 19. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir heute vielleicht mal eine kürzere Aufnahme machen, oder? Ja, heute ein bisschen kürzer, weil. Oh, das Ding vorhin hat mich geschädigt. Was geschädigt? Nee. Was? Also oh, vorhin das Sea of Thieves hat mich so ein bisschen kaputt gemacht. Also, dass du nicht wirklich aufnehmen konntest, oder? Ja, warum? Es macht keinen Sinn. Also, ich konnte es einwandfrei aufnehmen. Bei dir ging es nur ein bisschen. Aber warum? Lief es auch flüssig in OBS? Ja. Finde ich blöd. Muss ich sagen, finde ich gerade wirklich richtig doof, dass es nicht funktioniert hat. Ich habe eigentlich mit meinem PC eigentlich fast kaum Probleme und du irgendwie fast immer. Ja, ich habe keine Ahnung warum. Vor allem, ich lade ja auch keine Viren runter. Mhm. So, soll man noch kurz sagen, was wir so gemacht haben bis jetzt? Und was wir nächstes Mal wahrscheinlich machen werden?
Wahrscheinlich werden wir dann entweder beim Ufo-Haus oder bei dem Ding da unten beim Stall weitermachen. Ja. Bisschen Enderperle. Okay. Der ist ein bisschen zu schnell. Schade. Ja, ja. Vor allem, schau mal hier, was die gemacht haben. Komm mit. Hm? Komm mit, ich muss es dir zeigen. Kannst du das Skelett kurz wegräumen? Hier. Das war wieder ein Mr. Versicherungsvertreter. Einfach so auf dem Weg zurück. Es ist hier einfach so. Oh. Hast du was essen? Das ist eine Knochen oder so? Das ist nur eine Wunde, die sich zuheilt schnell. Ja. Hast du was zum Essen? So ein Knochen oder für mich oder? Dankeschön. Das ist alles, was ich habe. Ach so. Ja, dann komm zurück. Dann gehen wir kurz mal zurück an die Truhe, weil da gibt's genug Essen. Was glaubst du, wer zuerst da ist? Weil die... Du, ich, oder? Oder meinst du die Truhe unten im Feld? Die Truhe unten am Feld. Ja, wo denn sonst? Unten ist Essen drin. So, hier sind schon mal 5 Brote. Können wir mal das hier braten gehen? Dann können wir das hier braten gehen. Dann können wir hier nochmal mehr Weizen machen. Das wächst aber ziemlich langsam. Hier, schau mal. Jetzt haben wir 11 Brote wieder. Das wächst aber hier ziemlich langsam, oder? Ich hab's doch erst geerntet. Ich hab's erst geerntet. Also. 11 Karotten sind. Ja, wir haben schon viel zum Essen. So, und zwar schmeiße ich jetzt mal oben die 31 Kartoffeln rein, die 4 Fleisch, die 4 Hühnchen und die 2 anderen Fleischdinger. Das ist auch Eisen. Valentin. Hm? Haben wir eigentlich das Eisen hier oben vergessen? Wo? Hier, also ich habe gerade mal die Hälfte hier reingetan. Wir hatten 30 Eisen wieder. Schau mal hier in die Truhe. Hm? Wenn du willst, kannst du es rausnehmen. Nimm es dir raus. Links sind die wichtigen Sachen. Ich muss mir nur mal was loswerden. Und zwar meine okay. Füße, mein Schuh. Was sind deine Füße? Abgetragen. Ach, dies. Fabse, schlag mal mir kurz mal auf die Beine. Okay, warte. Moment. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber es müsste funktionieren. So. Nochmal. Noch 5. Nochmal. Das letzte Mal. So. Die Schuhe sind weg. Okay. Schau mal hier in die Öfen. Ich brauch die Schere, nicht die Schere. Ich brauch das hier. Dann transportiere ich weiter. Ich gebe dir mal hier von die Hälfte, hier von die Hälfte und hier von die Hälfte. So, jetzt haben wir von allem die Hälfte. Ich gebe dir alles und du isst eine Karotte. Auch schön. So, ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder nächste Folge. Die Folge war jetzt ein bisschen kürzer, also die Völkchen waren jetzt... Nee, eigentlich ja nicht. Die Aufnahme war kürzer heute. Ja, aber heute war irgendwie nicht so der Fluss drin. Ja, wir haben trotzdem drüben angefangen, das Ding zu bauen. War heute nicht ganz so, aber trotzdem schon so. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen... Ja, die Tür schlägt mir vor die Nase zu, ist auch schön. Dass wir uns wieder nächste Folge sehen. Deswegen danke schön fürs Zuschauen für diese kleine Aufnahmesession wieder. Und dann sehen wir uns wieder nächste Folge. Nächste Session bei Valentin auf dem Kanal.
Deswegen, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.